أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يا wie gesagt meine Story vom R&B und Soul, das heißt von der Musik zurück zum Islam, ist eine lange Story, aber inshallah ich versuche es kurz zu fassen. Ja, also ich bin Abdelilah Al-Atwani, mein Name ist Abdelilah Al-Atwani, ich bin von Herkunft her aus Marokko, alhamdulillah, und bin in Deutschland geboren, Deutschland aufgewachsen, in Eschweiler bei Aachen. Und ja, also es hat damit angefangen, wie gesagt, es hat im jungen Alter angefangen. Mein Vater, Hafizahullah, er war schon damals Sänger gewesen. Und man sagt auch, dass in unserer Familie immer so Musik eine große Rolle gespielt hat. Das heißt, so eine musikalische Familie. Mein Urgroßvater war Poet gewesen, also nicht Poet jetzt, aber war bekannt dafür, dass er Poesie gemacht hat, also dichten konnte. Und ja, es war halt immer irgendwie in der Familie. Ich habe Onkel, die immer Musik gemacht haben, mein Vater sowieso. Und er hat dann halt damals Musik gemacht und irgendwann mal hat er aber Zauber gemacht, alhamdulillah. Das heißt, er hat aufgehört mit der Musik, alhamdulillah, ist zurückgekehrt zum Islam. Auf jeden Fall, wie hat das angefangen? Bei mir hat das eigentlich angefangen mit so ganz banalen Sachen, so Insing, Backstreet Boys, so Sachen. Das heißt, es hat damit angefangen, man hat das gehört, ja, in der Schule, da, hier, draußen. Und dadurch fing das an. Ja, also es fing an mit einfach nur Musik hören und dann hat es sich entwickelt, also vom einfachen Musik hören ging es dann weiterhin zum Geschmack. Das heißt, man hat dann irgendwann mal einen Geschmack entwickelt. Und genau, eigentlich habe ich vergessen zu erwähnen, eigentlich war das vorher waren das diese Trickserien. Genau, da hat das angefangen. Das heißt, weil die Trickserien, wie bekannt, die haben ja immer so Titelmusik. Und da hat das angefangen. Dann ging es halt zu den Boybands, sage ich mal. Und dann irgendwann mal nach den Boybands kam dann eine bestimmte Richtung von Musik, für die ich mich dann auch interessiert habe. Und das war R&B und Soul, wie gesagt. Hip-Hop, R&B, Soul, Rap und so weiter, ja. Und ja, ich habe mich dann halt dafür interessiert und habe dann halt viel Musik gehört. Und ja, und das fing dann damit an, dass ich einmal im Bus gewesen bin. Ja, nee, nach der Schule war das. Und dann habe ich einfach so gesungen. Das war so ein Lied, ich weiß, ein deutsches Lied, dritte Generation, glaube ich, hießen die oder so. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall habe ich das Lied gesungen im Bus und auf einmal meinten Leute, ey, super, cool, du kannst ja singen und so. Ich so, wie, ich kann singen? Ja, du kannst auch singen, wie? Ja, das hört sich gut an, du kannst wirklich singen. Und dann ging das wieder weiter, wie gesagt. Dann gab es halt bestimmte Sänge, die ich dann gehört habe, ja, bestimmte Songs. Und dann ging das, wie gesagt, so weit, dass ich dann selber Texte geschrieben habe, ja. Damals auf Englisch erstmal irgendwelche Texte übernommen und aufgeschrieben. Auf jeden Fall halt, dann fing das an, wie gesagt, mit Texten. Und dann hatte ich damals einen Freund gehabt, der dann halt Turntables bekommen hat, also Schallplattenspieler. Und der hat dann gesagt, komm vorbei, wir nehmen was auf Kassette noch damals. Und dann haben wir das aufgenommen, wie gesagt, einfach so, ne, aufgenommen und gesungen. Und ja, und dann ging das immer weiter, das hat sich dann entwickelt. Ja. Mein Vater, der ein praktizierender Moslem ist, ja, hat das beobachtet. Und hin und wieder hat er mir was dazu erzählt, ne, und hat mir gesagt, guck mal, das ist verboten, das ist eigentlich für einen Muslim gehört es sich nicht, für einen gläubigen Muslim gehört es sich nicht, Musik zu machen, Musik zu hören. Aber mal, wir waren jung, ja, wir waren ein bisschen, sage ich mal, noch Kinder waren wir einfach, wir waren Kinder gewesen. Und haben einfach nicht verstanden, worum es sich geht.
Aber Alhamdulillah, durch unsere Eltern haben wir Alhamdulillah ein Bewusstsein bekommen, so dass wir Muslime sind. Das heißt, Fasten im Monat Ramadan und so weiter. Ja, das Gebet, 5 Mal am Tag. Aber das ging verloren. Ne? Weil du musst wissen, hier in Deutschland, wenn man hier in Deutschland als Moslem, als junger Moslem aufwächst, es ist sehr schwer. Weil du bist immer, in defensiver Position. Das heißt, du bist immer in so einer Position, wo du dich verteidigen musst. Ja, dann warum isst du kein Schwein? Warum isst ihr kein Schwein? Warum fastet ihr? Warum das? Das heißt, du musst dich immer wieder verteidigen. Ja? Und wenn man nicht die Kraft dazu hat, Iman, weil Kraft für den Gläubigen ist Iman. Wenn man das nicht hat, dann fällt man irgendwann mal zurück. Und das war das Problem. Das heißt, wir hatten wenig Iman, es gab kaum irgendwas auf Deutsch. Es gab kaum irgendwie, dass man sich informieren konnte. Und wie gesagt, der Shaitan, der hat seine Pläne, der hat seine Tricks, seine Wege. Und da war ich noch jung, also ich war da, glaube ich, ich fing an mit Musik, so 14, 15. Und ich hatte dann auch sozusagen auch eine Beschäftigung, das war MCing, nennt man das. Das heißt, mit einem DJ unterwegs. Man ist dann halt im Hintergrund und feuert die Leute an und so. Und ich war dann sozusagen, ich kam dann direkt in dieses Business rein, weil Musik ist Business. Also deswegen sagt man, there's no business like show business. Also das ist ein Business, das ist ein Geschäft. Ja, dort geht es sich um Arbeit, um Arbeitsstellen, um Geld, um Werbung, um alles mit verbunden. Wie in einem Business halt. Ist halt ein Business. Und da war ich 14, 15, 16. 16, genau. Und mit den Jahren, subhanallah, also dann kam auch eine Sache, die halt auch sehr das war auch ein großer Einfluss für diese, diese Entfernung von dem Islam und so weiter. Das war, als sich meine Eltern getrennt haben. Meine Eltern haben sich getrennt, haben sich geschieden. Und meine Frau war halt, meine Mutter war halt eine alleinerziehende Frau gewesen mit mehreren Kindern und das war halt nicht so einfach für sie. Und das ging halt weiter und ich habe mich immer mehr entfernt, subhanallah. Also ich wurde immer professioneller, immer besser beim Singen, ne? Aber immer mehr habe ich mich entfernt. Aber subhanallah, Ramadan war immer so, subhanallah, man ist immer wieder zurückgekehrt. Man hat immer wieder nachgedacht, so Ramadan war wie ein Rückzugsort. Und dann ging das halt weiter. Und ich wurde halt dann immer, es wurde dann immer professioneller. Ja, es fing dann damit an, dass ich dann, wie gesagt, mehrere Songs zusammengeschrieben habe, zusammen produziert habe. Also ich war Songwriter, ich war Produzent gewesen, ich war Vocal Coach gewesen. Das heißt, ich habe auch selber Unterricht gegeben im Singen und habe Lieder geschrieben, Lieder. Nicht jetzt Eigenproduktion habe ich nicht gemacht, aber ich habe mitproduziert. Ich war so Co-Producer, nennt man das. Und es ging immer weiter und dann irgendwann mal habe ich jemanden kennengelernt, ja, und einen Produzenten, und dann wurde das noch professioneller und dann subhanallah, kann ich mich noch an etwas erinnern und das hat mich so, weil das war die Frage, so dann bist du aufgewacht. Wake-up call, sagt man. Das war, als ich dann anfing, subhanallah, Dinge zu sagen, die ein Muslim niemals sagen darf. Und das waren so Sachen wie zum Beispiel, alle Wege führen zu Rom, so alles gleich, ob Muslim, Christ oder Jude, ja, ist alles dasselbe, sei einfach nur ein guter Mensch und. Und das lag daran, es lag an dem Umgang, den ich hatte. Ich hatte einen Umgang von Leuten, die gar keine Muslime waren oder wenig mit dem Islam zu tun hatten. Muslime, aber wenig mit dem Islam zu tun. Aber mehr waren das nicht Muslime. Und das ist ein Einfluss. Und deswegen, und der Moslem, sein Glaube ist, dass der Islam die einzig wahre Religion ist. Der einzige Weg zum Glück, zum Paradies ist der Islam. Alles andere ist falsch. Und dann haben mich Leute angesprochen. Und auch, was ich auch sagen muss, mein Privatleben ist dann immer schlechter geworden, weißt du, die Sünden wurden immer mehr, ich habe Dinge gemacht, die ich noch nie gemacht habe vorher. Und das wurde halt immer schlimmer, bis mich Leute angesprochen haben und gesagt, ey, was ist los mit dir? So, ey, ne?
das ist, du machst, das ist zu viel. Wir erkennen dich gar nicht mehr wieder und so. Und ja, und dann irgendwann mal, Alhamdulillah, habe ich dann wieder meinen Vater Jani getroffen, habe dann mit ihm zusammengelebt und habe dann trotzdem Musik gemacht. Und er hat mich dann immer wieder ermahnt, Alhamdulillah. Und dann hatte ich, subhanallah, einen Traum gehabt. Es war eine Sache, die mich, subhanallah. Und ich muss eigentlich noch mal vorher sagen, ich muss noch was dazu sagen. Ich habe immer gewusst, dass ich Haram begehe, dass ich eine Sache mache, die verboten ist, die ein Muslim nicht macht. Und das war eine Sache, subhanallah, die war nicht leicht gewesen, weil man hat diese Sachen gemacht, aber immer im Hintergrund wusste man, das ist Haram. Und das war Zukunft. Ich wollte Sänger werden, Musiker werden. Ich wollte damit Geld verdienen. Und das war immer so ein Problem, immer so ein Kampf in mir selber. Das heißt, ein Kampf zwischen der Hoffnung auf Ruhm, Hoffnung auf Fans, ja, Geld und. Und zwischen dem und dem schlechten Gewissen, ja, dass man weiß, dass es nicht erlaubt ist für einen Muslim, dass das nicht zu einem Weg führt, der nicht gut ist. Und was man auch dazu sagen muss, ist, Musik ist nicht einfach nur Musik. Musik ist ein Leben, ein Lifestyle. Deswegen siehst du Leute, die Hip-Hop hören, ja, man sieht das direkt, ah, ist so ein Hip-Hop. Ja, früher hat man gesagt Hip-Hopper. Wenn du Leute, die Metallic hören, Metallic, ja, du siehst das direkt. Leute, die Techno hören, warum? Du siehst das direkt, meistens, ja. In vielen Fällen siehst du das. Warum? Weil das ist ein Leben, ein Lifestyle. Genauso ist der Islam ein Lifestyle. Manhaju Hayah. Das ist ein Lebensstil. Und wenn du einen Lebensstil eigentlich hast als Muslim, du möchtest einen anderen Lebensstil leben, dann musst du einen von diesen Lebensstilen aufgeben. Und das hat sich auch dann bei mir gezeigt. Es ging immer so weiter, dass ich an einen Punkt kam, wo ich gesagt habe, ey, das ist ein Lebensstil, das ist ein Lifestyle, das ist ein Lifestyle ohne Gebet, das ist ein Lifestyle ohne Moschee, das ist ein Lifestyle ohne Ramadan, weil du hast, ne, das ist ein Lifestyle ohne Koran, ein Lifestyle ohne dies, ohne das, ohne Gebet, ohne viele Sachen. Und das ist das, deswegen, das hat auch vieles kaputt gemacht, was eigentlich bei mir von Grund auf an eigentlich gut gewesen ist. Es gab so viele Sachen, die wurden kaputt gemacht. Ja, Scham, ganz normal, eigentlich eine grundlegende Sache, die jeder Mensch haben muss. Aber dadurch, durch diese Sachen wird das kaputt gemacht. Und du bist ein Objekt. Ja? Du bist ein Objekt, du bist ein, sag ich mal, ein Kreis von vielen Kreisen. Ja? Du bist ein Objekt. Du musst aufstehen, du musst singen, du musst auftreten. Muss aufnehmen. Aufnehmen, singen, auftreten, auftreten, wieder singen und so weiter. Die ganze Zeit. Und du stehst unter Druck. Deswegen die Sänger dort draußen, die wissen, was ich meine. Wenn ich darüber rede, weil, okay, ich muss auch ehrlich sagen, ich war mehr Underground. Ich war jetzt nicht, was gibt Underground, Major, das sind so Sachen, Begriffe, die bei uns bekannt, also bei den Musikern bekannt ist. Also das sind Begriffe, die halt bekannt sind bei den Musikern. Aber, diejenigen, die auch Major sind, die da groß draußen, wenn die das hören, die wissen, was gemeint ist. Du bist wie ein Sklave. Du bist ein Sklave, nicht wie ein Sklave, du bist ein Sklave. Der Mensch, alle Menschen sind Sklaven. Alle Menschen sind Sklaven. Die Frage ist nur, sind sie Sklaven für Allah? Oder sind sie Sklaven ihrer eigenen Begierde, ihrer eigenen Lust, ihrer eigenen Gier? Nach Ruhm, nach Macht, nach Geld, nach Fans und. Deswegen, du bist ein Sklave erstmal an... Ein Sklave von dir selber und ein Sklave der Plattenfirma. Ganz einfach, du hast nichts zu sagen. Es sei denn, du bist jemand wie, sag ich mal, Jay-Z oder Michael Jackson damals. Ja, jemand, der wirklich selbstständig ist. Der Kohle hat, der Plattenfirma, der ein eigenes Label hat. Alles selber macht. Und auch alles selber macht, der sich nichts sagen lässt. Ja, der alles selber machen kann. Wenn das der Fall ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann musst du das machen, was sie dir sagen. Songs singen, die dir nicht gefallen, Texte singen, die dir nicht gefallen. Ja, genau wie dieses Beef zwischen Rapper und so. Das ist alles gespielt.
Denkt nicht, dass es echt ist. Oft ist das gespielt. Der bekommt Kohle. So, jetzt hast du, du kriegst einen neuen Deal mit 200.000 Euro, mit zwei dicken Karren, Haus, dies, das, das, ein neuem Album. Dafür musst du aber Beef machen und Diss-Tracks schreiben und aufnehmen gegen den und den. Ja, kein Problem. Für 200.000 Euro mache ich mehr als einen Diss-Track. Yalla. So ist das. Das heißt, du bist ein Sklave des Systems. Du bist ein Sklave des Systems. Und du führst die Menschen in die Irre. Und das war auch ein Punkt, den mir manche Brüder, alhamdulillah, manche, mein Vater an erster Stelle, er hat mir das erwähnt, er hat gesagt, subhanallah, das ist eine Sache, du leitest diese Menschen irre, die das hören, die das sehen und so. Ich hatte einen Traum gehabt. In diesem Traum habe ich gesehen, wie ich zur Kaaba gehe, subhanallah. Und ich will in die Kaaba rein, auf einmal hält mich was fest, subhanallah. Und ich habe gesehen, was ist das, konnte nicht erkennen, was das ist. Und dann bin ich aufgewacht. Ein zweiter Traum, der mir auch die Augen geöffnet hat, war ein Traum. Und am Boden war ein Kopf von einem Stier. Subhanallah. Dicker Stier, so dicker Kopf, schwarzer Kopf von, so ein Kopf von einem schwarzen Stier. Und er hatte die Augen zu und den Mund zu. Und dann ging irgendwann mal die Musik an. Und als die Musik anging, und da war eine Tür gewesen, als die Musik anging, auf einmal hat dieser Stier so die Augen aufgemacht, den Mund aufgemacht, so, so total Horror, Albtraum auf jeden Fall. Und ist dann auf mich gesprungen. Hat dann den Mund aufgemacht, die Augen aufgemacht und ist dann auf mich gesprungen. In dem Moment kam mein Vater Spanner. Und hat dann so, hat den dann so weggeschubst, irgendwie weggeschubst, ich weiß es nicht mehr genau. Hat die Musik ausgemacht und in dem Moment hat dieser Stier richtig laut geschrien. Richtig in so einen lauten Schrei. Und dann ging die Tür auf, da kam wie so ein Wind. Ja, und dann ging der wieder raus, subhanallah. The best place. Yeah, because she made it until 11 minutes without stop. Okay. Okay. Ich muss die Geschichte, die habe ich ein bisschen falsch erzählt, aber ich wiederhole die einfach. Auf jeden Fall, da gab es einen Traum, einen anderen Traum. Und zwar ein Traum, ich saß in einem Zimmer, in einem Wohnzimmer, und da war eine Anlage. Musikanlage und da war ein Kopf von einem schwarzen Stier vor mir, auf dem Boden. Und dieser Stier, der hatte die Augen zu und den Mund zu. Dann habe ich die Musik angemacht und in dem Moment, da war eine Tür gewesen, rechts. In dem Moment ist die Tür aufgegangen, so richtig mit voller Wucht. Und da kam irgendwie so ein Luftzug rein und auf einmal, und die Musik lief. Und auf einmal, der Stier hat dann die Augen aufgemacht und den Mund aufgemacht und ist dann auf mich gesprungen. So, total Horror. Und in dem Moment kam mein Vater und hat diesen Stier aufgehalten und hat dann die Musik ausgemacht. Und in dem Moment ist dann dieser Stier, oder der Kopf besser gesagt, ist dann war am Schreien gewesen und ist dann durch diese Tür dann geflogen. Die Tür ist dann zugegangen. Als ich das geträumt habe, habe ich das meinem Vater erzählt. Ich habe damals mit meinem Vater gelebt, ein praktizierender Mann, mit seiner Frau, auch praktizierende Frau, müsst ihr euch vorstellen. Und ich bin da voll der Freak so unter denen. Aber alhamdulillah, möge Allah ihn bewahren. Er hat wirklich den, nach Allah subhanahu wa ta'ala, ist er alhamdulillah ein Grund dafür, dass ich wieder zurückgekommen bin zum Islam. Und er hat mir dann gesagt, das ist Shaitan, ist das. Ganz klar. Der Shaitan möchte dich weghalten. Und einmal, als ich mit ihm diskutiert habe, das war auch so ein Punkt, der mich total zum Nachdenken gebracht hat, hat er mir gesagt, gut drinnen. Dann hat er gesagt, und ich habe gesagt, ich möchte das machen, bis ich irgendwann mal keine Lust mehr habe. Da hat er gelacht, hat er gesagt, keiner wird Lust daran verlieren. Das ist eine Sache, die jeder machen will, wo jeder Lust hat. Keiner wird da irgendwie so Lust verlieren. Aber er hat mir gesagt, weißt du was, mach weiter. Aber was willst du dem Todesengel sagen, wenn du auf der Bühne stehst und er zu dir kommt? Subhanallah, dann war vorbei gewesen. Als er mir das gesagt hat, dann war vorbei gewesen, subhanallah. Das hat mich so zum Nachdenken gebracht, subhanallah, da habe ich gedacht, subhanallah, das stimmt. Wenn der Todesengel kommt, was will ich ihm sagen? Vielleicht ist man betrunkener, oder vielleicht ist man bekiffter, oder vielleicht Frauen,
bist mitten in der Bühne, in der Diskothek, im Club, auf der Bühne, im Stadion, keine Ahnung. Und auf einmal fällst du um und der Malik al-Maut kommt zu dir, der Todesengel, wo wir alle wissen, dass wir sterben werden. Selbst der Christ und der Jude, der Nicht-Muslim, der Atheist, jeder weiß, dass der Mensch sterben wird. Und das hat mich, wie gesagt, auch dann zum Nachdenken gemacht, Alhamdulillah. Und dann irgendwann habe ich dann angefangen zu praktizieren, Alhamdulillah, habe dann angefangen zu beten. Das war auf jeden Fall schon mal wichtig. Und wie ich schon gesagt habe, im Ramadan war das immer so, ja, ich hatte immer so vorgehabt, so aufzuhören, aber habe nie so richtig die Kraft gehabt und nicht den richtigen Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala, weil der Erfolg, ja, der Erfolg ist sehr, wenn du Gunst erwiesen hast. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Und du, sagt das zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leitest nicht gerade den du liebst, subhanallah, sondern Allah leitet gerade den er will. Ja, und das, genau, und dann habe ich dann angefangen zu praktizieren, Alhamdulillah, und habe dann angefangen zu lernen, Alhamdulillah, und so weiter. Und Alhamdulillah, bin sehr glücklich, weil man hat immer gelebt mit so einem Misstrauen an sich selber, mit einem schlechten Gewissen, und dann irgendwann, Alhamdulillah, hat man dann aufgehört mit dieser Sache, Alhamdulillah. Also ich würde empfehlen, erstmal, das Erste, womit man anfangen muss, ist, sich zu Allah zu wenden, mit ihm zu sprechen. Wie macht man das? Indem man die Hände hebt und Dua macht. Dua. Weil es gibt viele Jugendliche, ich weiß, es gibt viele Jugendliche, sie sind in Diskotheken, Shisha-Bars, sie hören Musik und, aber sie sind Muslime, sie lieben den Islam. Sie lieben Allah. Sie lieben den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Sie lieben den Koran. An erster Stelle. Aber wenn du Allah erwähnst, er ist still. Wenn du Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnst, er ist still. Wenn der Koran läuft, er hört zu, vielleicht weint er sogar. Ja? Und mein Ratschlag ist, wie gesagt, an erster Stelle, wende dich zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann eigne dir Wissen, das heißt, schau, was sagt der Islam überhaupt über Musik? Weil jemand, der nicht die Krankheit kennt, wird auch nicht die Heilung finden. Wer die Krankheit nicht erkannt hat, wird auch nicht die Heilung finden, nur die Heilung erkennen. Jemand, der nicht weiß, dass Musik haram ist und wie schädlich Musik ist. Musik ist eine Manipulation, die es noch nie gegeben hat. Musik manipuliert und kontrolliert deine Emotionen. Das heißt, es gibt eine bestimmte Art von Musik, die du hörst, einen bestimmten Song, den du hörst, der deine Emotionen, deine Gedanken, selbst deine Gedanken steuern kann und manipulieren kann und ja, nicht kontrollieren kann. Jemand hat Bock zu kiffen. Ja, jetzt mal ganz prompt gesagt. Dann hört er sich bestimmte Lieder an. Jemand hat Lust zu feiern. Er hört sich bestimmte Lieder an. Jemand hat Depressionen. Er hört sich bestimmte Lieder an. Jemand hat Liebeskummer. Er hört sich bestimmte Lieder an. Jemand will Frauen. Ja, hat Sehnsucht nach Frauen. Es gibt für alles gibt es bestimmte Songs. Wenn man die hört, ja, gehen die in dein Herz rein. Und es gibt auch eine Aussage, die sehr gefährlich ist. Und zwar, es gibt eine Aussage der frommen Vorfahren, wo sie sagen, Al-Rina Baridu Zina. Subhanallah. Musik ist eine Vereinfachung zur Sinne, zur Unzucht. Die Unzucht, wie wir wissen, ist eine Großsünde. Und Musik ist immer mit Unzucht mit verbunden. Immer. Fast immer. Es gibt selten Lieder, wo man über die Armen singt oder meistens hat es zu tun mit dem anderen Geschlecht. Ja? Hey Baby, come on Baby, ja? Und I love you, you love me, keine Ahnung, ja? Love, hast nicht gesehen? Alles mit der Beziehung zum anderen Geschlecht, der schlechten und falschen Beziehung, ja? Der unehelichen Beziehung. Wenn man das erkannt hat, wenn man sich Wissen angeeignet hat, dann weiß man, okay, das ist schlecht, ich muss mich davon fernhalten. Dann an dritter Stelle der Umgang. Geh einfach nicht mehr raus. Also fahr nicht mehr raus zu den Diskotheken. Dann wirst du auch kein Problem mehr haben, Musik zu hören.
Weil die Musik ist in den Diskotheken, die Musik ist in der Shisha-Bar. Wenn du dann... Und die Musik ist mit denen, die Musik hören. Deswegen, wenn du deinen Umgang, dein Umfeld wechselst, dann wirst du auch inshallah keine Probleme haben. Das war auf jeden Fall bei mir so. Weil bei mir war das so, als ich... Und das ist auch hart. Als ich aufgehört habe zu singen, war es nicht leicht gewesen. Ich habe Anrufe bekommen von Leuten, die damals von Produzenten, von Supportern, das heißt Leute, die Geld investiert haben und von Leuten, die meine Musik gehört haben, brauchen wir gar nicht zu sprechen, also halt Freunde, Bekannte und auch Leute, die ich nicht kenne. Und das war sehr schwer. Aber du musst opfern. Derjenige, der den Islam haben will, derjenige, der das Paradies haben will, muss opfern. Das Paradies, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist ein teures Gut. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, inna sil'atallahi ghaliya. Die Ware Allah subhanahu wa ta'ala ist sehr teuer. Ja? Ala sil'atullahi al-jannah. Wahrlich, die Ware Allah subhanahu wa ta'ala, welche sehr teuer ist, ist das Paradies. Deswegen opfern. Und es ist natürlich die Umgebung, also hier in dieser Zeit, wie du schon gesagt hast, es ist schwer, man muss auf jeden Fall kämpfen. Man muss schauen, dass man halt diese Türen zumacht und dann, inshallah, wird das auch kein Problem sein, Wallahu a'lam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna lil muttaqin mafaza hada. وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا